Letzte Handgriffe für das große Ereignis, die Vollversammlung des Europaparlaments. Nachgespielt von der 9. Klassenstufe des Friedrich-Ebert-Gymnasiums. Vorher ist aber noch perfekte Vorbereitung vonnöten. Plätze müssen gekennzeichnet, Anträge nochmal gegengelesen, die Sitzordnung ein letztes Mal überprüft werden. Das Friedrich-Ebert-Gymnasium richtet zum zweiten Mal das regionale MEP aus, das Model European Parliament. Mit entsprechender Aufmachung natürlich und entsprechender Disziplin. Bitte setzen Sie sich so hin an die Plätze, wo Sie Ihr Schild gefunden haben. Und dann kann's losgehen mit kurzer Einführung des stellvertretenden Rektors in die Erbärmlichkeit der Politikerspreche. Frei nach Loriot und zum Nachahmen beim MEP nicht unbedingt geeignet. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen, euch, ein erfolgreiches Model European Parliament. Und wozu der ganze Aufwand? Der Präsident kennt die Antwort. Die Arbeit als Team, Diskussion und rhetorische Fähigkeiten sind Aspekte, die Sie lernen und die auch im späteren Berufsleben von Bedeutung sein werden. Somit kann ich Ihnen nur empfehlen, Ihre bisherige Arbeit, die Sie in den Ausschüssen bereits geleistet haben, hier im Plenum weiter fortzusetzen und Ihre Chance zu nutzen. Dann mal rein ins Vergnügen bzw. in die Diskussion. Auch die will gelernt sein, weil Politiker eben immer wieder Worte geben. Was uns fehlt, sind vor allem eine transparente Atompolitik und offene Verhandlungen. Ja, zu wiederholen, deswegen überzeugen wir uns also ein bisschen bei Lettland nicht. Überzeugungsarbeit ist gar nicht so einfach. Die FEG-Schüler lernen das sehr schnell. Ganz gleich, ob im Präsidium, als Ausschussvorsitzende oder als Delegierte im Plenum. Wenigstens dürfen sie gelegentlich bei Abstimmungen ihre Meinung kundtun. Da es ein freundlicher Änderungsantrag ist, werden wir direkt darüber abstimmen. Wer ist dafür, diesen Änderungsantrag in die Resolution aufzunehmen? Das ist die große Mehrheit. Parlamentsarbeit geht hier nur im feinen Zwirn. Jeans und T-Shirt sind No-Go. Kleines Schwarzes und Anzug machen was her im Model European Parliament. Auch daran muss man sich in der 9. Klassenstufe erstmal gewöhnen.